Bom dia und hallo aus Lagos, aus dem Trainingslager des HSV hier. Wir melden uns natürlich wie immer mit dem Tagebuch von Tom Mickel. Tom Mickel, er sitzt schon neben mir, er ist ganz heiß darauf, loszuwerden, wie der Tag für ihn heute verlaufen ist, denn heute gab es den ersten Test, Tom. Das erste Testspiel, du hast zweite Halbzeit gespielt. Erzähl doch mal, erste Halbzeit stand es 1-0, am Ende ist es wie ausgegangen? 1-1. Noch ein Gefahr. Ja, leider. Ja, ich glaube, einen Torschuss hatten sie auch kurz aufs Tor gemacht. Gut, man muss dazu sagen, der war unhaltbar, ne? Da kann man wirklich nichts machen. Also ja, ist trotzdem natürlich sehr ärgerlich. Ne? Man will so ein Spiel gewinnen. Wir wollten unbedingt gewinnen, das Spiel. Gefühlt haben sie in beiden Halbzeiten auch nur einmal richtig aufs Tor geschossen. Ja. Der war halt drin. Das ist noch umso ärgerlicher. Aber na gut, damit müssen wir leben und müssen jetzt das Unentschieden so hinnehmen. Wie ist es denn so in der Nachbetrachtung bei so einem Spiel? Also im Bus zum Beispiel, die Mannschaft, wie ist sie nach so einem Spiel drauf? In der Bundesliga wäre man wahrscheinlich enttäuscht gewesen. Wie ist es heute gewesen im Bus? Ja, es war trotzdem auch ruhig. Man will halt so ein Spiel gewinnen und am liebsten klar gewinnen. Das ist klar. Die Mannschaften waren gut durchgemixt. Das hatte der Trainer danach auch gesagt. Er war auch zufrieden mit der Art, wie wir gespielt haben, mit der Kompaktheit und auch wie wir verteidigt haben. Ein paar Sachen nach vorne gingen ein bisschen kaputt, weil wir vielleicht ein bisschen müde waren, ein bisschen unkonzentriert. Der letzte Pass dann nicht ganz so angekommen. Aber alles in allem war er zufrieden, das ist schon mal gut für uns. Aber wir wollten unbedingt gewinnen, von daher ist es schon so ein bisschen, dass man sich da natürlich so auch sehr ärgert danach. Ja. Da muss man natürlich dazu sagen, das 1-0 von Adrian Fein, ich habe es auf der Tribüne quasi vorhergesagt. Ich habe nämlich in dem Moment, wo er wieder nicht geschossen hat, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, der schießt einfach nicht. Und dann chippt er ihn mit der anderen. Mit dem anderen Fuß, das war natürlich mal ein ganz schönes Tor. Eines Besseren belehrt. Ja. Ja, war ein schönes Tor, eindeutig, muss man sagen. Ich glaube, mit links ein Lupfer. Mit links ein Lupfer ins lange Eck, also schon schön. Sehr schön anzusehen. Ja, wir müssen aufs Tor schießen. Das ist aber eine wichtige Essenz, die wir auch im Training haben. Wir brauchen einfach mehr Abschlüsse. Wir dürfen nicht um den Strafraum spielen. Wir wollen rein, wir wollen die Bälle aufs Tor hauen. Dann kann er mal abgefälscht reingehen oder mal einfach mal so reingehen. Ja, der Trainer hat auch gesagt, dass er im Laufe der Trainingswoche hier besonders viel Wert darauf gelegt hat, auf schnelle Umschalten, auf das Finden der Balance zwischen einer mutigen Offensive und einer guten, kompakten Defensive. Wie zufrieden war er damit nach dem Spiel und wie zufrieden wart ihr? Also sein Feedback war schon, dass er sehr zufrieden war, auch wie die Mannschaft zusammengestellt war, dass es alles so überall ein guter Mix war zwischen Jung und Alt. So haben wir das eigentlich umgesetzt, was wir trainiert haben, dass wir das Feld klein machen wollten. Wir wollten dann guten Druck geben, dass wir die unkontrolliert schlagen können. Das hat soweit geklappt. Bisschen so der letzte Pass, dann nochmal, wenn wir durch waren, die letzte Flanke dann noch unseren Mann treffen, daran müssen wir halt noch weiter arbeiten. Das war jetzt noch nicht der Schwerpunkt, der wird aber noch kommen und das wird noch auf uns zukommen. Und zwei neue waren heute mit auf dem Feld, das heißt, du hattest einmal den Kollegen Schaub in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit bei auf dem Platz. Haben die schon ihre Einstände eigentlich gegeben? Ja, das Finanzielle machen wir noch in Hamburg und singen müssen sie auch bei uns. Einer von beiden hat schon gesungen und der andere muss noch. Ja, der andere hat ein bisschen Angst davor. Hat er uns heute gesagt, er wollte eigentlich erst was Englisches singen und sagte dann heute, dass er dann wohl eher Wolle Petri singen wird. Ne? Ja, man muss, weil es ist relativ einfach bei uns. Man muss nur was singen, wo die anderen entweder mitklatschen können oder den Text auch kennen. Ja. Dann ist es relativ einfach, dass man da gut rauskommt. Wenn man sich natürlich schwer machen will, singt man irgendwas Englisches, was keiner kennt, dann ist man da ein bisschen allein auf weiter Flur. Gut, ich habe es dir gestern relativ leicht gemacht. Ich habe ja von deinem wirklich quasi Zwillingsbruder, habe ich dir eine Frage gestellt, die du eigentlich hättest wissen müssen, was mit Sicherheit auch zu einigen Diskussionen geführt haben wird bei euch auf dem Zimmer, dass du es nicht wusstest. Er war enttäuscht. Ja, ich habe das erste, was ich gemacht habe, ist gesagt, wie oft warst du eigentlich bei uns im Kader? Sagt er, weiß ich doch nicht. Hat er direkt gesagt, weiß ich doch nicht. Aber das ist, ich hatte kurz mit ihm vorher telefoniert, ich habe ja, pass auf, Tom kommt gleich hoch, der wird dich und so, ne? Der wird nicht enttäuscht und so. Okay. Sag ihm das. Und, also wir hatten schon abgesprochen, damit der Frieden bei euch im Zimmer auch weiter steht. Und ich habe eine ähnlich leichte Frage eigentlich jetzt für heute, weil es steht ja 2-1 für dich, du kannst das Ding relativ easy klar machen. Und zwar will ich eigentlich von dir nichts anderes wissen als den Namen des Torschützen der Südkoreaner, der gegen dich getroffen hat. Ich weiß nicht mal, welche Nummer der hatte, muss ich sagen. Ich hole auch gleich damit. Ne? Aber ich habe auch die Aufstellung nicht gesehen. Ich sage, der heißt mit Nachnamen Kim.
Nein, es war tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz irre, war es tatsächlich der einzige Nicht-Südkoreaner. Der Spanier war das? Ja, Adebayev. Ja? Ja. Der hat getroffen. Was machen wir jetzt? Jetzt steht 2-2. Gehen, ja. Gehen wir beide ins Meer. Gehen wir beide? Ja, das wäre doch mal eine mutige Ding. Also, ich meine, du kannst natürlich auch kneifen. Musst du ja nicht. Neben deinem Körper sehe ich natürlich aus wie... Du fällst positiv auf. Das ist ja schon mal ganz gut für dich. Ja. Ne? Nimm dir immer einen Dicken mit, dann fällst du nicht so auf. Ich dachte, bei Unentschieden gibt es bei dir noch eine Entscheidungsfrage. Habe ich auch gehört, glaube ich. Ich habe keine Entscheidungsfrage. Da hätten wir natürlich so ein Billard-Ding oder irgendwas hätten wir machen können. Aber ich finde, so eine gemeinsame Nummer ins Meer ist doch auch ganz okay eigentlich. Wir beide? Ja, zum Frühstück, das ist ganz gut. Da bist du auch wach fürs Training danach. Ja, super. So, das ist doch eine ganz gute Geschichte, oder? Also, Wann stehst du auf? Früh um 4. Ja? Ja, das ist gut. Bin immer wach. Das heißt schon. 5 bin ich da. Nee, okay. Machen wir? Ja, müssen wir. Ja, sehr gut. Der ist kein Gewinner. Alles klar, dann machen wir es morgen und... Achso, einen Taucheranzug für mich? Ja, sehr gut. Okay. Tom, vielen Dank dafür und euch noch einen schönen Abend hier aus Lagos. Wir melden uns dann morgen wieder mit der Einlösung unserer Wette. Und ja, bis dahin euch erstmal einen schönen Abend. Ciao.